So, und da sind wir auch wieder mit Let's Play der Herr der Ringe, Krieg im Norden. In der letzten Folge hatten wir ja eine große Gesprächsstunde. Wir mussten zum einen haben wir jemanden auf die Kauleiste gehauen und zum anderen haben wir Liebesbote gespielt. Und nach diesem Palaver sind wir jetzt endlich in Vornost und hoffen wir mal, dass jetzt auch gleich Orkgeschnetzel kommt. Die folgen mir? Ja, die folgen mir, gut. So, dann wollen wir gleich mal. Linke Maustaste zum Angriff. Ach, da haben wir doch gleich welche. Kreaturen. Yippie-yay, Schweinebacke. Zack, zack, zack. Ja, man. Oh. Ich habe nichts mehr. Und Finisher. Ja, es ist im Grunde so bei den einfachen Viechern. Ups, bisschen blutig. Naja, egal. Einfach draufhauen, bis sie ins Straucheln kommen und dann mit schweren Angriffen niederbringen. Beziehungsweise finishen, je nachdem. So, dann wollen wir mal. Ausweichen wäre vielleicht auch noch hilfreich und ich weiß gar nicht. Ja, blocken war rechte Maustaste, gut. So, dann gleich mal die Rolle machen. Damit überrascht man die meistens. Oh, und wie man sieht, gelbes. Na? Ah, tot. Gelbe Schläge bedeuten Heldenmodus, machen mehr Schaden und so weiter. So, immer schön ein bisschen umschauen, weil hier gibt es auch gerne so Fässer. Da kann unter Umständen mal was sein, was, ja, Pfeile oder Tränke oder sowas oder Geld. Hier zum Beispiel. Naja, 2, 1 Münzen, das ist jetzt auch nicht wirklich. Naja, die Musik ist gerade mal ein bisschen laut. Audio. Machen wir mal ein bisschen leiser, weil sonst höre ich mich selber nicht mehr, das wäre auch nicht toll. So, Enter weiter. Na holla. Ach, wie niedlich, versuchen Sie es mit Bögen. Die Toten kommen näher. Ja, das war jetzt auch ein sehr schlauer Ansatz. Ich weiß gar nicht mehr, ach, jetzt will. Zack. Pfeil und Bogen haben wir als Waldläufer selbstverständlich auch. Und die verlieren nur allzu schnell ihre Köpfe. Na, jetzt. Ah, doch, den haben wir noch erwischt. Zack. Zack. Tot. So, jetzt helfen wir mal unseren Kumpels. Zack. Tot. Und Level up. Ja, wart nur ab. Die Elbin ist am Boden. Schnell, hilf ihr! Das ist der Zwerg. Ich lenke sie mal ab, du hielst ihn dabei. Lasst uns weiter. Passt auf, es gibt noch mehr davon. Na komm. Und zack. So, gleich mal alles mitmachen. Ups, falsche Taste. Ich musste mich immer dran gewöhnen, dass das Enter ist. Hä? Sind da noch mehr? Ei! Das sind ja auch noch ein paar. Kritischer Schlag. Na komm. Zack. Und damit ist auch der letzte, oder? Kommt dann noch mehr. Ach, verdammt. Ach, brutaler Treffer. Und finish it. Ach, verdammt. Noch einer, ey. Hallo? Und zu Ende. Das muss es doch jetzt gewesen sein, oder wollen da jetzt noch mehr? Ich sag gar nichts mehr. Au! Ey! Nicht so grob. So, legendäres Abtrennen. So. Und dann noch den letzten jetzt. Und zack. Arm ab. Tja, wie man sieht, mit Geschnetzel hatte ich gar nicht mal so unrecht. Ist halt mal. Sonst kennt man das ja nicht. Man kennt es nicht aus den Filmen, aus den Büchern, soweit ich das gehört habe. Wird es ein bisschen brutaler dargestellt. Deswegen.
Die haben sich ja angeblich an die Bücher orientiert mit der Brutalität. Kann ich nicht bezeugen. Ich selber habe wirklich nur die Filme gesehen. Die Bücher lesen kam ich nie dazu. Nie wirklich. Sag mal so. Und ja. Die Grafik, muss ich sagen, ist hübsch. Nicht das Beste, was ich je gesehen habe, aber sehr schnieke gemacht. Ui, da geht's ja auch noch weiter. Ach, und hier haben wir... Ups. Hier haben wir auch gleich mal die erste Fähigkeit des, oder die spezielle Fähigkeit des Waldläufers. Er kann nämlich Fußspuren ausmachen und solche Verstecke von Waldläufern finden. Ah, ein geheimer Vorrat der Dunedain. Genau. So, zerschlagen wir das noch. Ja, jeder Charakter hier hat seine eigene besondere Fähigkeit. Die Elbin kann, wie es nun mal für Elben gehört, Blümchen pflücken. Und der Zwerg kann Edelsteine aus instabilen Felswänden herausschlagen. So wie es halt auch für einen Zwerg sich gehört. So, was haben wir denn hier? Eine Rüstung aus alten... Ah ne, aus dem alten Königreich. So, wie war das? Inventar? Genau. Ja. So, dann gucken wir mal. Ist besser? Ziehen wir an. Ist nicht so gut... Den Ring, was Chance Gesundheit zu stehen, ziehen wir an. Stiefel sind besser, ziehen wir auch an. So, das war's doch eigentlich auch schon, ne? Sonst haben wir ja nichts weiter bisher. Genau, beenden. Bisschen Neues ausgestattet, nichts. Weltbewegendes, aber besser als gar nichts. Hier waren doch noch irgendwo Fässer. Ach ja, hier oben, genau. So, das nehmen wir mit. Ja, nichts verkommen lassen, kann ja mal irgendwie was Besonderes mal drinne sein. So, Schulterstücke, ah, wunderschön. Tun wir auch gleich noch anziehen, aber hier gibt es ja noch ein paar Truhen, die nehmen wir erstmal noch mit. Keule aus dem alten Königreich, bla bla bla, da da da. Ey, ach, Elbin, lass mich mal durch. Ich stehe mir nicht im Wege rum. So, das zerlegen wir mal noch. Und das... So, das müsste jetzt aber auch gewesen sein. Gut, dann machen wir nochmal Inventar. Schulterstücke drauf. Toll, eine Seite ist ja auch schlau. Ich bin beim Waldläufer mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt auf zweihändig bleibe oder ob ich zwei Einhandwaffen nehmen werde. Das muss ich mal noch schauen. Theoretisch wäre es ja besser, aber irgendwie habe ich jetzt auch gerade eher Lust, mit der Zweihandwaffe rumzuhantieren. Deswegen lassen wir es erstmal. So, dann geht's mal hier hoch. Ach, hier ist ein klein noch mehr Fässer. Oh, ein Trank. Schön. Kann man immer gut gebrauchen. Das habe ich hier noch 506. Ach, liegt das gut? Uah! Ach ja. Ja, das habe ich. Komm mal, du Runner. Komm runter, Zwerg. Für so einen Spruch gibt's gleich mal Kieferbruch hier. Ja, damit hatte ich auch nicht mehr gerechnet. Entkomme dem unterirdischen Tunneln. Na, das werden wir doch gleich mal probieren. Moment, ist ja noch alles ruhig hier. Ich sehe gar nicht. Da drüben ist eine Kiste. Ach so, ah, da kommen wir. Hä? Ei. Was bist denn du für ein kleines... Gut. Ja, Mist, darüber kommen wir noch nicht, verdammt. Ach nee, ja, zerlegen wir erstmal die, wie immer, die Kisten. Na, jetzt. Zack, zack. So, letztens, ihr seid wieder unten. Gut, dann können wir ja weitermachen. Enter. Ach, jee. Ach, Ivo. Kanonenfutter mehr nicht. Ach ja, das ist ja der von vorhin. Also wenn das mal tödlich sein soll, dann weiß ich auch nicht, was hier
ungefährlich ist. Zack. Ah, schön. Ja, das ist eine Fähigkeit von der Elbin. Heilt mich, wenn ich drinne stehe. Und, wehrt Bogen. Na, sag schon. Pfeile ab. So, der ist tot. Wie man sehen kann. So, ich mach dabei mal. Zack. 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 Die gehen mir nämlich gerade mal auf den Senkel. Ah. Ja, komm. Da, genau. Hä? Noch mehr? Hilfe, Bubbles alle! Jetzt sterb doch mal da oben! Mann! Leute! Geht mir nicht auf den Senkel! So. Nee, immer noch! Oh, der, was hält denn der aus? Jetzt. Zack. Jetzt ist er tot. Und hier sind gleich noch mehr. Na komm. Ja, was glaubst du, was ich erst werde hier? Na da. Und Level up. Sehr schön. So, jetzt helfen wir aber erstmal unserer guten Elbin. Ups. Der ging ja dann mal ein bisschen daneben. Ja, lass mich durch. Zack, zack, zack. Und weg. Oh Leute, ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Das machen wir doch gerne. Boah. Du Ratte. Ja, dann heil mich mal noch ein bisschen hoch. Och, das ist doch hier eine kleine Armee, was die uns entgegenschicken. Zwar nicht, womit wir jetzt nicht fertig werden, aber es geht halt. Die Masse macht's, wie so oft. Das Tor hat sich geöffnet. Ja, toll, aber hier sind noch welche. So. Haben wir wenigstens den einen noch. Zack. So. Ich sollte mal nicht so verschwenderisch mit meinen Pfeilen umgehen, weil mit der Zeit werden die dann doch schon rar, wenn wir die ganze Zeit hier in Fornost sind. So, alles plündern. Hä, auf was ballert ihr denn noch? Achso, noch so ein. Okay. Dann macht ihn mal fertig. Ich plündere dabei schon mal. Na komm. Achso, der ist tot. Gut. Das müsste es doch jetzt aber gewesen sein. Ja. Und Level up für alle. Level up, wo war das? Das hier war's, genau. Okay, also wir können jetzt hier auf Stärke gehen. Das erhöht den Nahkampfschaden. Geschick erhöht Distanzwaffen, also mit dem Bogen. Ausdauer ist Gesundheit. Und Gesundheitsregeneration. Und Wille. Achso, tut hier Mana sozusagen. Das wird hier als Kraft bezeichnet. Okay, also wir sind sehr nah auf Nahkampf. Wir haben wie viele Punkte? 6. Gut, dann gehen wir mal hier auf 15. Und dann tun wir mal die zwei noch auf Ausdauer legen, damit wir ein bisschen mehr aushalten. Wir könnten auch Autoverteilung machen, aber das mache ich lieber so privat selber. Ja, Änderung beibehalten. So, und dann, wo war das? Hier, genau, Fähigkeiten. Könnten wir noch schnellen Angriff auf ein einzelnes Ziel durchzuführen und Bonusschaden. Genau, nehmen wir das zuerst einmal. Ja, und hier könnten wir uns dann jetzt entscheiden, zwei Einhandwaffen oder eine Zweihandwaffe, je nachdem, auf was wir uns spezialisieren wollen. Und erhöht den Schaden durch den Waldläuferschlag.
Wäre ja auch erst einmal nicht schlecht, aber Pfeil mit größerer Kraft und entrinnen, also tarnen sozusagen kurzzeitig. B-b-b. Das ist jetzt natürlich Gewährt einen Rüstungsbefund, der von deiner gegenwärtigen Geschicklichkeit abhängt. Das wäre natürlich nice. Erfordert Beidhändigkeit, erfordert ein Zweihandschwert. Ich mache erstmal Weitläuferschlag erhöhen, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir jetzt bei Dings bleiben. So, der liegt jetzt auf der 3, da lassen wir ihn auch erstmal. 1 ist dann nämlich entrinnen und 2 wird dann entweder die Fähigkeit mit den Zweihandschwert oder den beiden Einhandwaffen sein. Und dann plündern wir mal noch hier alles, was geht. So, hier oben einsammeln. Ah, ein paar Pfeile wieder bekommen, ist auch nice. Jetzt kommen wir hier auch endlich mal rüber zu der. Oh, neues Lager. Das sollte sich als nützlich erweisen. Bogen der Reisenden und Pfeile. Na, das ist doch mal was. Ja, hier kommen wir jetzt zu der Kiste, die wir vorhin gesehen haben. Das ist doch was Feines, Feines. So, machen wir gleich mal, bevor ich das jetzt hier noch vergesse. Was ist das? Heiltrank der Weisheit. Mehr Informationen. Plus 750 Kraft und das für 10 Minuten. Okay. Brauchen wir aber nicht wirklich. So, hier tun wir jetzt mal die. Den Helm, die Kapuze. Oh, hier haben wir jetzt mal einen gestockelten Bogen. Hier natürlich gleich mal. Und dafür. Ich weiß nach wie vor nicht, warum, was das Champion nur bedeutet. Vermutlich, dass es nur der Zwerg tragen kann. Stiefel aus der Bergschmiede. Ja, würde ich mal meinen, dass es nur der Zwerg tragen kann. Egal, wir behalten unsere alten und damit hat sich das dann auch. So, dann gehen wir mal noch auf die andere Seite. Da ist nämlich auch noch ein bisschen Plunder. Zack, zack, zack. Aufpassen, dass sonst nicht die Decke noch von oben runterkommt. So, mitnehmen. Alles plündern. Kiste zerschlagen. Eingesplitterte Malachit. Sonst noch was da drüben? Nee, das ist nur Pilze. Ist hier unten noch was? Nicht, dass es so aussieht. Nö. Gut, dann geht's weiter. Sie haben uns erneut gefunden. Hä? Komm! Ja, wie immer stimmt nur der Untertitel und das Gelaber nicht. So, Truhe, dann nimm. Ein paar Münzen, schön. Und Heilmittel und dann geht's hier mal weiter. So. Ach. Zu nah. Zack. Der Vogel gefällt mir, den will ich auch gerne haben. So als Haustier. Zack. Ach, jetzt können die auch blocken, die Ar. Machen wir dich erstmal weg. So. Letzte Mal erstmal weg. Gut. Und dann befreien. So. Zack. Und zack. Befreien wir erstmal den Adler. Oha. Na, da hat er gleich mal was. Viele Freunde gefunden. Unser Herzwerk. Na, und weg. Tja, keine langlebigen Freunde auf jeden Fall. Ich habe nichts mehr. So, dann hauen wir uns noch ein bisschen um.
Ah, schon wieder so ein dummer Bogenschütze. Und irgendwas ist bei mir kaputt. Sehe ich gerade oben links. Egal. Na. Ach so, der ist jetzt Pfeilfänger, ne? Großartig. So, ich habe mich erstmal geheilt. Das reicht erstmal. Und da bumsen wir gleich mal einen Haufen weg. Zack. Machen wir dich weg. So, jetzt den Bogenschütz. Na. Ach, es werden schon wieder immer mehr. Ach, und da ist schon wieder was Verstecktes. So, finish here. Zack. Und wieder einer weniger. Schwerer Schlag und... Na, jetzt. So.